In diesem Video zeigen wir euch, welche Karten in FIFA 22 ein Downgrade bekommen werden. Viel Spaß! Wir haben uns wieder einige Spieler überlegt und ihr aus der Community konntet abstimmen, welches Rating die Spieler am Ende wohl bekommen werden. Danke erstmal wieder an alle, die mitgemacht haben. Das Video zu den Upgrades findet ihr natürlich auch in der Infokarte. Schreibt unbedingt, welche Karten in FIFA 22 noch ein Downgrade bekommen werden. Starten wir mit Eden Hazard. Er konnte seit seinem Wechsel zu Real längst nicht die großen Erwartungen erfüllen. Geplagt von vielen Verletzungen kam er diese Saison nur auf 21 Einsätze mit gerade mal 5 Torbeteiligungen. Eine 88er Karte ist einfach zu hoch für ihn, die meisten stimmen hier für eine 86er Karte. Das sehen wir ähnlich. Etwas in die Jahre gekommen ist Sergio Aguero. Letzte Saison hat er nicht mehr viel für City gespielt, sein Wechsel zu Barca ist aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Transfer. Vielleicht kann er hier nochmal zeigen, was in ihm steckt. Für FIFA 22 würden wir aber erstmal von der 89er runter auf eine 87er Karte gehen. Noch nicht wirklich überzeugen konnte Julian Brandt bei Dortmund. Er kommt immerhin auf 45 Einsätze, wenn auch oft nur Einwechslungen. Er kam hier aber nur auf 6 Torbeteiligungen. Die Mehrheit von euch tippt auf eine 82er Karte. Dybala, der auch mit Verletzungen zu tun hatte, kam letzte Saison nur auf 26 Einsätze mit immerhin 8 Torbeteiligungen. Wir denken dennoch, dass eine 88 für ihn etwas zu hoch ist. Die meisten von euch sagen hier, dass er eine 86er bekommen wird. Umtiti hat letzte Saison bei Barca kaum gespielt. Seine 83er Karte ist hier etwas zu hoch und könnte locker runtergehen auf eine 81er Karte. Anthony Martial ist immer noch ein sehr spannender Spieler mit Potenzial. Letzte Saison konnte er jedoch nicht komplett überzeugen. Ihr habt hier für ein 82er Rating gestimmt. Coutinho hat letzte Saison bei Barca kaum eine Rolle gespielt. Meistens waren es bei ihm nur Kurzeinsätze, viele Torbeteiligungen hatte er auch nicht wirklich. Er hat in FIFA 21 noch eine 83er Karte, die könnte noch weiter runtergehen auf eine 81er Version. Aubameyangs glorreiche Zeiten sind vorbei. Seine 87er Karte wird ihm nicht mehr wirklich gerecht. Ihr stimmt hier für eine 85er Karte. Das war's auch schon zu den Downgrades. Welche Spieler haben wir vergessen? Schreibt uns das unbedingt mal in die Kommentare. Lasst jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.